Der Furry FM Sarkazmus. Die Show, die nicht auf den Hund gekommen ist. Mit eurer Gastgeberin, Lelo. Ja, und da sind wir hier bei Furry FM, beim Sarkazmus, Volume 35. Unser Thema heute lautet Podcast-Fieber. Ich bin die noch leicht fiebrige und noch nicht ganz gesunde Lelo. Und an meiner Seite heute zwei wahnsinnig nervende Typen. Was? Ja, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich anstrengend gerade die letzten Minuten kurz vor Sendestart waren. Ich habe nicht angefangen damit. Der Moskito hat 47 Zähne. Oh, Gottes Willen. Da hätten wir auf der einen Seite den lieben Norman mit seinen allgemeinen Fakten. Die sind langweilig. 1681 starb der letzte Dodo. Und dann hätten wir auf der anderen Seite den Galax mit seinem Datenschutz-Bla. Yay! Nicht Datenschutz, sondern IT-Sicherheitsfakten. Ich habe mir gedacht, wenn Norman schon die ganze Zeit solche Fakten raushaut, ich wollte ihn damit abschrecken und habe gesagt, jedes Mal, wenn du jetzt was nochmal irgendwelche komischen Fakten raushaust, haue ich irgendwelche langweiligen IT-Sicherheitsfakten raus. Da hat ihn mich abgeschreckt. Und wisst ihr, wer darunter leiden muss? Ich. Oder ja, oder Kremlin, der muss auch leiden. Eulen sind die einzigen Vögel, die Farbe blau sehen können. Oh, ich glaube, ich virtuelle Maschinen sind eine perfekte Sicherheitsvorkehrung. Hilfe! Okay, gut, back to the roots. Um Gottes Willen, okay. Machen wir mal das, wozu wir heute hier sind. Und zwar uns erstmal darüber beschweren, dass keine Sau mehr auf Instagram folgt. Das wollte ich nochmal meckern, wenn ich schon dabei bin. Nein, an der Stelle ist einmal erwähnt, gerade weil wir von FurryFM aus auch immer so ein paar Aktionen machen, die euch als Community so ein bisschen anpoken sollen, da mitzumachen, wenn ihr Bock habt, macht doch einfach bei unserem Songtober mit, denn der Songtober läuft noch ein paar Tage, also eigentlich noch bis zum 30., also bis Ende Oktober, und alle drei Tage wird da zu einem von uns ausgewählten Song, also das, der Song ist quasi dann das Thema, und da könnt ihr Bilder zu machen, könnt ihr Stories zu schreiben, whatever. Alles, was kreativ ist, ist gern gesehen. Aktuell ist es Michael Jackson mit Earth Song. Und wenn ihr mal sehen wollt, was es schon alles so gab, was schon gepostet wurde von der Community zu den ganzen vorherigen Themen, dann habt ihr die Möglichkeit, auf unserem Instagram-Account mal reinzugucken. Und da gibt's ja die diversen Sachen, die es schon gepostet worden. Die hat der liebe Galax nämlich so ein bisschen eingetütet und da reingetan und dann sieht er schön aus. Ja. Es sind natürlich jetzt immer nur eine Einsendung beziehungsweise ein Bild für jedes Thema jetzt da gepostet. Also es haben ja auch noch viele andere mitgemacht. Also zum Beispiel der Katiba hat ja ein ganz cooles Video dazu gemacht. Das war auch was anderes. War mir nicht nur begrenzt, dass jemand ein Video dazu macht. Und Megabyte hat, glaube ich, auf Twitter, habe ich das gesehen, auch mitgemacht. Ja. Also echt cool, dass so viele da mitmachen. Also es muss natürlich nicht auf Twitter gepostet sein, um mitmachen zu können. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr mit uns teilen wollt, könnt ihr uns anschreiben über Telegram, über unseren FurryFM Live-Chat, da könnt ihr das gerne auch reinhauen. Ihr könnt es auf Facebook teilen, auf sämtlichen Social-Media-Plattformen sind wir vertreten. Wir haben auch Twitter. Ja, das habe ich, glaube ich, alle schon erwähnt. Genau. Das heißt, was uns fehlt, ist ein Account bei Pornhub. Verdammt, ich bin dran. Vielleicht haben wir den ja schon. Aber ja, dann könnt ihr einfach den Hashtag Songtober verwenden, beziehungsweise da schauen wir wahrscheinlich auf Twitter nicht immer so regelmäßig drauf, zumindest ich nur ab und zu mal. Aber ihr könnt uns auch einfach adden, also @furryfmrock auf Twitter oder halt eben @furryfm auf Instagram, dann sehen wir das auf jeden Fall. Das wäre auch ganz cool, wenn ihr selbst auf eurem eigenen Account posten wollt. Und kurzes unnützes Wissen zum Thema Michael Jackson, You Are Not Alone wurde von R. Kelly geschrieben. Ah, cool. Das geht schon wieder los. Wusstet ihr, dass es sehr coole physische Schlüssel gibt, die man ja, okay, das habe ich vorher schon erzählt, ich muss mir was Neues ausdenken. Galax, das ist nicht cool. Genau. Doch, das ist richtig cool. Also, was gibt's Cooleres als eine Person? Dass R. Kelly den Song geschrieben hat, das ist nicht cool. Achso, ja, das ist nicht cool. Okay, meinetwegen. Aber es ist cool, dass Leute einen physischen Schlüssel um ihren Hals tragen, womit sie zum Beispiel alle ihre Accounts entsperren können, beziehungsweise ohne den geht's gar nicht. Also wir wollen es jetzt mal dabei belassen, oder? Ihr müsst wissen, der Grund, warum wir heute so lustig drauf sind, ist nämlich, wir müssen euch etwas mitteilen, etwas, was sehr, es ist sehr schwer, darüber zu reden, aber Claudi ist krank. Hat sie auch vorhin schon gesagt. Und wir müssen sie aufmuntern.
Ja, ich wünsche aufgemuntert zu werden. Mit Fakten? Nein, tut's mir das nicht an, bitte. Um Gottes Willen. Nein, wir springen mal direkt in eins unserer heutigen Themen. Und zwar, Podcast-Fieber trifft es eigentlich ganz gut. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich ein paar Furry-Podcasts außer denen, die wir selber produzieren von Furry FM? Das ist ja irgendwie so ein bisschen Marktführer, Rust. Wenn ihr nämlich bei Google eingibt, deutscher Furry-Podcast, dann findet ihr erstmal uns und dann erstmal eine ganze Weile nichts. Und ein paar englische, warum auch immer, egal. Ja, und tatsächlich hat mich der liebe Nick angehauen, der DJ Nick, der auch ein treuer Zuhörer für Furry FM ist und großer Fan von einigen Sachen, die wir machen. Und der macht mit zwei Freunden zusammen, nämlich mit Fluffy Lunari und Bonsai, einen eigenen Podcast mit dem schönen Namen Fällig Unterredet. Den kann man sich auf Spotify geben. Den Link dazu poste ich euch gleich auch noch in den Live-Chat. Könnt ihr mal reingucken. Und da gibt es die erste Folge, die, die ist wahnsinnig, ja, und ihr hört am besten mal selber rein. Aus Prinzip. Hast du auch einen Link? Oder hat Nick einen Link dazu? Hat sie ja gerade gesagt, es wird gleich posten. Die haben ja einfach, aber also ich weiß doch, nicht, was doch, aber euch, nee. Ich muss ein bisschen hier Geschwindigkeit auffahren. Hä, warum? Doch sowas Du hast nicht. Doch nicht mal einen Führerschein. Doch, hab ich. Ja, eben. Stimmt, das nicht so. Oh Gott, die arme Straße. Ja, nicht die Straße leidet, sondern die ganzen anderen Autos, die ich anfahre. Der Link zum Podcast ist auf jeden Fall jetzt im Live-Chat. Ihr könnt auf jeden Fall mal reingucken oder ihr guckt einfach auf Spotify unter Fällig Unterredet. Das sind drei Wörter, Fällig Unterredet. Und ich muss sagen, es war eine sehr lustige erste Folge. Ich habe mal den Nick gefragt, ob er denn ein Problem damit hat, wenn ich so ein bisschen ein paar Ausschnitte davon zusammenschneide und hier mal als kleines, als kleines Zusammenschnitt euch mal präsentiere. Und er hat gesagt, nee, das ist okay. Und das hat er jetzt davon. Hehe. Und jetzt muss er so richtig zusammengeschnitten sein, dass da so Sachen reinkommen. So die Wörter einzeln zusammengeschnitten, dass sie irgendwie rauskommen. Genau. Furry FM ist der beste. Genau. Also passt auf, bevor ihr irgendwas sagt, hört es euch erstmal an. Ich habe da die meiner Meinung nach besten Stellen und besten Geräusche zusammengeschnitten. Aha. Und wir hören uns das mal an und dann bin ich auf eure Meinung gespannt. Duh. Oh ja. Ja, gute Idee, ja. Das bleibt alles drin hier. Geil. So, okay. Wir hätten uns echt ein Thema zurechtlegen sollen. So. Wir hätten uns vielleicht doch vorbereiten sollen. Das Beste ist, ich habe mir Thema ausgesucht und ich hab's vergessen. Weißt du, es ist eine Sache, sich kein Thema zu überlegen, ja? Und ich dann ist es eine andere, sagen, sich Themen zu überlegen und sie actually wieder zu vergessen, ja? Ja, wir verbringen einfach den Podcast darüber zu reden, dass wir keine Themen haben, über die wir reden können. Mann, bin ich froh, dass wir nur eine Audioaufnahme haben und nicht nur eine Videoaufnahme. Wie heißt es so schön? Wir sitzen ja alle nackt vorm Mikrofon, die Leute sehen es bloß nicht. Ich hasse euch. Ich hab keinen Plan. Ich hab keine Ahnung. Nick macht lieber Werbung für andere Podcasts, anstatt dass Nick einfach mal anfängt, was zu erzählen. Okay, wenn wir schon gerade bei Werbung sind, machen wir gerade mal Werbung für Furry FM. Da hat ihr sein dafür. Nein, hör auf hier, das ist illegal. Das ist illegal. Jo. Und dann sind wir schon wieder. Das war ein kleiner Eindruck von dem, was euch erwartet. Ich finde es immer gut, wenn deutsche Furries anfangen, Podcasts zu machen. Es gibt genug, die nach einer Folge direkt wieder aufhören. Und sie haben dann irgendwann auch Themen gefunden und auch sinnvolle Sachen erzählt. Ich wollte jetzt nur nicht so viel spoilern für euch und habe deswegen diese schönen Durs reingeschnitten. Ich fand das interessant. Ja? Und sie haben Werbung für uns gemacht, also machen wir auch Werbung für euch. So sind wir nämlich. Sehr gut. Ganz nett. Sowas lobe ich mir. Aber ich fand es jetzt tatsächlich auch, so von dem, was man gehört hat, recht lustig und entspannt. Also jetzt, so mag ich es auch eher am liebsten, wenn Podcasts wirklich so ein bisschen rüberkommen wie so eine
lustige Gesprächsrunde einfach unter Kumpels und sowas, als mehr, dass du so sagst, ja, das ist jetzt eine Geschäftsleitungssitzung so ungefähr, als wo es total streng und so förmlich wie so eine Nachrichtensendung oder was weiß ich was ist. Also finde ich cool, aber das habe ich auch wirklich gefühlt, als der eine meinte, oh ja, ich habe mir ein Thema überlegt, aber ich habe es wieder vergessen. Das habe ich hier auch schon sehr, sehr, sehr oft erlebt. Deswegen mittlerweile schreibe ich mir jeden einzelnen Gedanken in mein Handy auf. Ich habe 110 Seiten Notizen mittlerweile auf meinem Handy von irgendwelchen Sachen, die mir irgendwie zwischendurch mal einfallen. Habe ich nie alle angesprochen, aber. Lass mich raten, 109 Seiten davon ist einfach das Wort Kondensator. Richtig. Größe. Davon bin ich so begeistert. Da kann ich nicht genug davon bekommen. Weil ich gerade lese, ich muss euch bitten, der Podcast von den dreien ist aus Österreich. Verzeihung! Ich dachte, wir hätten schon längst annektiert. Verdammt. Oh, das ist übrigens von einem Galaxus gekommen. Hast du dich irgendwie fortgepflanzt? Nee, das fand ich gerade auch irgendwie lustig. Na geht, das Grüße, sind Galaxus. Die Ösis. Cooler Name, Galaxus, ne? Also ja, die einfallsreichen Vorwies nennen sie alle irgendwas mit Galaxie. An der Stelle Grüße an die Ösis. Genau. Auf jeden Fall. Die machen wirklich einen guten Job, kann man ruhig sich mal geben. Ich finde das immer schön, wenn Leute sowas machen. Also natürlich ist es wahnsinnig wichtig, da ein bisschen Vorbereitung reinfließen zu lassen. Das heißt jetzt nicht, dass man seine Zuhörer merken lassen muss, dass man einen kompletten Stichpunktzettel hat. Haben wir ja zum Beispiel auch meistens. Aber das hört man uns nicht unbedingt an. Also ich finde, wenn einfach jeder ein Thema hat und dann wird einfach geredet und wenn man am Ende gar nicht über die Themen redet, so what? Solange eine entspannte Runde rauskommt. Achso, der Galaxus ist der Freund von Nick. Hallo, Galaxus, Freund von Nick. Also das wirklich cooler Name, ne? Also, du hast einen guten Geschmack. Ach Gott, kannst du bitte wieder aufhören, ihn in den Arsch zu kriechen, damit wir hier weitermachen können. Aber okay. Ich muss dazu sagen, ich habe auch eine Zeit lang von einem Ex-Mitglied von uns den Podcast so ein bisschen verfolgt, der so ein bisschen in die Technikrichtung ging. Und das war ja so wahnsinnig tödlich langweilig. Meine Fresse, war das öde. Was? Boah, der Scheiß. Na gut, dass sie das jetzt aufgehört haben, aus Zeitmangel. Oh. Ah, Gottes Willen. Aber wenn das mal wirklich was Coaches und Lustiges ist, dann macht das bitte weiter. Also unbedingt hört mal da rein bei den dreien, bei Bonsai, bei Fluffy und bei Nick. Und sagt mir dann, wie ihr es so fandet, weil ich werde zwar auch versuchen, immer mitzuhören, die hören ja unsere Sachen, also zumindest Nick hört unsere Sachen ja auch. Das ist schon interessant. Vielleicht ist es ja auf österreichischen Boden auch irgendwie anders, da so Podcasts zu machen. In Österreich ist alles anders. Wir haben zum Beispiel andere Artikel. Ganz anders. Wie der Radio. Habe ich mir sagen lassen. Das wissen wir ja mittlerweile. Ja, das hat, ja, Okay. Aber das passiert aber auch jedem in Deutschland, dass er mal alles ist der deklariert. Dass wir jetzt nicht unsere Konkurrenz gepusht haben. Wenn doch, ihr wenn wisst, doch, wandern wir einfach mal kurz bei denen in Österreich ein. Dann ist Ruhe. Okay, dann haben wir kein Problem. Ja, aber abgesehen von diesem Podcast finde ich auch noch einen englischen sehr gut. Die haben einen Kanal auf YouTube und da laden sie die Podcasts hoch. Das nennt sich Straight from the Muzzle. Das ist inzwischen eher unregelmäßig. Ja, weil ich da wahrscheinlich was gepostet habe davon. Vielleicht. die sind auf jeden Fall auch mal einen Blick wert. Kann man sich mal geben. Und schaut mal rein. Also die hatten vor einer Weile mal einen interessanten Podcast, der sich intensiver mit der Webseite Zweites Ich befasst hat. Da gab es eine Zeit lang diesen krassen Shitstorm über diese, Designer Fursuits, die dort angeboten werden, was dieses ganze Fursuit-Bau halt auf diese Designer-Ebene hebt und wo du da wahnsinnig viel Geld für ein vordesigntes Objekt bekommst und die haben das aber wirklich schön aufgedröselt, auch mal aus allen Sichten beleuchtet und nicht nur auf dieser Hate-Schiene, wie es alle anderen sonst gemacht haben. Fand ich wirklich sehr schön. Kann man sich mal geben und die haben sehr oft auch sehr interessante Sachen. Die hatten mal vor einer Weile auch eine Fursuit-Bauerin da sitzen, die beim Podcast erzählt hat, wie sie was baut und dann auch die Kamera anhatte und dann konnte man sich das auch angucken. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Also da auch Empfehlungen, Straight from the Muzzle. Ich poste den Link auch gleich nochmal in den Live-Chat, dann guckt ihr euch das mal an. Mal sehen, was ihr davon haltet. Kennt ihr denn noch irgendwelche Furry-Podcasts, die man sich anhören sollte? Ja, da muss ich einen kurzen Shoutout und eine kleine Lanze brechen, nämlich für einen Podcast, den verfolge ich jetzt auch schon mehrere Monate lang, jetzt schon fast, ich würde jetzt mal sagen, dreiviertel Jahr lang.
Ist meistens immer mit einem Mädel als Host. Und die hat dann halt immer verschiedene Gäste. Und da ist halt auch immer einer des Öfteren mit dabei. Den habe ich auch ganz, ganz besonders, den mag ich eigentlich mit am meisten. Und der heißt Sarkazmus, der Podcast. Oh Gott, Alter, ich habe die ganze Zeit überlegt, kenne ich die? Alter, ich ganz ehrlich, zur Hölle und so, ne? Das war kein Lob. Aber abgesehen von unseren Sachen, die wir hier auch als Podcast im Prinzip anbieten, wobei ich das gar nicht so als Podcast empfinde, obwohl es eigentlich das ist, weil es eben eine Live-Show ist, auch mit Interaktion vom möglichen Stimmt Publikum. Schon, ja. Ja gut, okay, aber also, es gibt ja mittlerweile auch Live-Podcast-Shows, wo das ist Leute so halt gelten, nö, finde ich halt nicht, es ist halt genau das gleiche wie bei uns. Ja, halt aber bei uns ist das eine Radiosendung und nicht ein Podcast, der ein Live-Publikum hat. Also, ja, aber dann wird es ja hochgeladen und dann ist es ja wieder ein Podcast. Ja, ja, okay. Im Prinzip laden wir unsere Dinger ja auch als Podcasts hoch. Also, ja. Aber nee, ich höre tatsächlich keinen Furry-Podcast. Ich höre ab und zu mal irgendwelche IT-Sicherheits-Podcasts, aber das ist selten. ja, das ist jetzt natürlich Klischee. Warum wundert mich das jetzt? Ansonsten, die letzten anderen Podcasts, die ich mal gehört habe, waren als Star Trek Discovery gelaufen ist. Da habe ich immer so einen Analyse-Podcast von so ein paar Star Trek-Fans mir angehört. Das habe ich aber auch gemacht, als ich als damals hier der Infinity War von Marvel rauskam, der Film. Da habe ich, um das alles nochmal zusammenzufassen und zu verstehen, wer wie ist, habe ich mir so also ein paar Podcasts angehört von Moviepilot, glaube ich. Oh, okay. Die waren auch nicht übel. Also, die haben das schön zusammengefasst gehabt. Da habe ich eine ganze Weile denen zugehört und dann wurden die aber auch irgendwie wieder scheiße. Habe ich dann wieder aufgehört. Aber also so generell hört ja wirklich jeder Zweite inzwischen Podcasts hoch und runter. Und deswegen finde ich, sollte es auch viel mehr im Furry-Bereich davon geben. Gerne auch im deutschsprachigen Bereich. Vor allem im Deutschen. Und dann bitte auch ein bisschen mit Vorbereitungen, wenn, also, ne. Also, also bei mir haben Podcasts mittlerweile eine sogar schon fast größere Stellung als Musik. Also eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin, höre ich viel lieber irgendwelchen Leuten beim Labern zu, weil ich da vielleicht was Lustiges höre oder einfach vielleicht sogar was lerne. Und ich höre die mit da, also ich habe halt wirklich meine Stamm, das sind jetzt mal 1, 2, 3, 4. Ja, genau, ja, ich fasse es jetzt mal zusammen. Also an sich sind es 4 Podcasts, die ich eigentlich immer rauf und runter höre. Aber das Schlimmste ist, wenn man die aktuellste Folge dann gehört hat und weiß, okay, jetzt musst du wieder eine Woche warten, bis die nächste Folge kommt. Ah ja, das Gefühl kenne ich. Ja. Das immer dieses lange also, Warten. Als ich damals dann zum Beispiel mit Fest und Flauschig angefangen habe, habe ich mir gesagt, komm, du fängst wirklich bei Folge 1 an und arbeitest dich dann hoch. Hab dann halt, ich glaube, ein halbes Jahr oder sowas damit verbracht, quasi immer die alten Folgen zu hören. Und als ich dann irgendwann bei der aktuellsten war und die gehört habe, dann hatte ich halt wirklich so diesen diesen Moment, den man so hat, wenn man irgendwie eine Serie zu Ende geschaut hat, ein Spiel zu Ende gespielt hat. Weißt du, dann stehst du da. Oder wie? Ja, ja, genau, so diese ja. Post-irgendwas-Depression. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Auch wenn es eine Woche anhält. Oh ja, ich kenne das. Das kenne ich, ja. Aber ganz ehrlich gesagt, bei Podcasts geht das bei mir eher in diese Berieselungsecke. Ich kann inzwischen nichts mehr irgendwie machen, ohne dass irgendwas auf den Ohren läuft. Ich kann nicht zeichnen, ohne dass was läuft. Ich bin sogar so weit inzwischen, und das ist eher bedenklich, dass ich in einer sehr ruhigen Umgebung in der Natur sitze mit meinem Freund zusammen. Und da ist wirklich totale Ruhe. Und ich muss einen Podcast laufen lassen für uns beide, weil wir erst mal miteinander reden wollen. Boah. Okay, und das ist schon etwas. Ja, das ist ein bisschen, also das ist schon ein bisschen krankhaft, finde ich. Aber lass mich. Aber es stimmt sein, schon. Also ich denke, das ist auch immer weiter verbreitet, so gesehen, dass sich die Leute, das merkt man auch, wie viele Leute jetzt so zum Beispiel einfach mit Kopfhörern bei der Arbeit unbedingt sitzen müssen. Die reden nicht miteinander, die haben alle ihre eigene Musik auf ihren Kopfhörern. Gut, okay, aber dadurch steigert sich aber auch die Konzentration. Genau, ist auch meine Erfahrung so damit. Solange du jetzt nicht gerade irgendwie eine besonders ablenkende Musik hörst, ist es sogar sehr, sehr gut. Also vor allem, wenn es irgendeine motivierende Musik ist, sagen wir mal. Motivierende Musik? Ja, einfach so 8,5 Stunden, you can do it, you can do it, you Nein. can do it, you can do it. Zum Beispiel Two Steps from Hell irgendwie so, das ist doch schön. Ja. Da hat man auch nicht...
eine Studie gelesen, da ging es ums Autofahren und da hieß es, dass wenn die Sitze vibrieren oder weil man sagt ja immer, ja, jede kleinste Ablenkung steigert das Unfallrisiko enorm. Und trotzdem ist halt nach dem Motto nur Handy in der Hand verboten, aber der Rest nicht. Wo ich mir dann auch sage, natürlich ist das dann alles total gefährlich. Nee, aber wenn man Studenten wollte ich gerade sagen, nee, Forscher haben auch rausgefunden, dass wenn die Stühle vibrieren oder so ganz leicht vibrieren, dass sich da irgendwie schon die wie nennt man das, Reaktionszeit um irgendwie 30-40% verbessert. Ja, außer bei denen, die von sich aus schon vibrieren sind, da ist dann eher so. Ja, egal, also jetzt das ist nicht. Doch nicht spät genug, um das zu erörtern. Jetzt nicht vibrierend, weil der Bass oder sowas so hart ist, sondern einfach nur, dass die Stühle vibrieren. Dass die Stühle vibrieren, genau. Aber damit das jetzt auch gleich in passende Umgebung gegossen wird, machen wir mal gleich eine kurze Musikpause, damit ich hier husten kann und ihr in der Zwischenzeit euch mal kurz erholen könnt. Gute Idee. Es gibt einen motivierenden Sound von Deichkind mit Bück dich hoch, na, wenn das nicht passt. Und danach kommt Hertz mit Wonderful Life und dann sind wir gleich wieder für euch da, also dranbleiben. So, und dann sind wir wieder zurück hier auf Furry FM. Das war Hertz mit Wonderful Life. Und Wonderful Life habe ich hier überhaupt nicht in der Musikpause gehabt, weil hier sich gegenseitig mit Fakten beschossen wird. Meine Herren, ey. Ja, schön, dass ihr so ein tolles Hobby habt, ihr beiden. Ach, aber wir sind jetzt zurück beim Sarkazmus. Und der Sarkazmus hat das Thema Podcast-Fieber. Und weil es so schön passt, ich fiebere hier für euch alle mit. Ich glaube 39, noch was. Yay, aber krank sein gibt's nicht bei uns. Da wird einfach trotzdem eine Sendung gemacht. Oder ein Handy klingelt, das kann auch passieren. Der Wecker geht. Eigentlich ist es der Wecker, ja. Wir wollten aber über was anderes mit euch reden, nämlich über kommende Kinofilme, die man sich als Furry mal geben könnte, von Furries für Furries, könnte man so sagen. Und das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist Wolfgang Doe. Und wer das jetzt sagt, hey, warte, das habt ihr schon um die 500 Mal erwähnt, ja, kann passieren. Das ist das aktuelle Projekt, an dem der liebe William arbeitet, der auch bekannt ist durch solche Musikvideos wie City of Angels etc. Und der macht jetzt seine eigene Serie, in der Fursuiter die Hauptrolle spielen, quasi als Furries auch tatsächlich. Die erste Folge kommt dann entsprechend ins Kino nach Pforzheim am 9. November und das Ganze läuft dann abends ab 20.30 Uhr ist der Einlass und 21 Uhr geht's los und der Ticketpreis da ist für ein Kinoticket 7,50 Euro, also absolut erschwinglich für jeden. Wenn ihr also am 9. November nichts vorhabt und ihr wollt die erste Folge von Wolfgang Doe gucken, dann gebt euch das unbedingt in Pforzheim. Ist vielleicht nicht für jeden die nächste Ecke, aber lohnt sich auf jeden Fall, denke ich. Guckt da mal vorbei. Was sagt ihr denn dazu? Ihr dürft was sagen. Ich habe gerade versucht, einen Link zu posten. Ist der bei euch auch leer? Nein, da ist ein Bild. Bei mir ist da was drin. Ah, cool, ich wollte das Poster auch gerade posten. Aber ja, ich habe den Twitter-Post gehabt. Ja, das ist echt cool. Ich habe mir sagen lassen von William, dass das Intro auch übelst toll ist und das wohl was mit dem Poster zu tun hat. Ich bin mal interessiert daran, ob das wirklich ein animiertes Intro sein könnte. Das wäre voll toll. Bin neugierig. Ui, da bin ich gespannt. Weißt du, wie lang es ungefähr dauern soll? Ich glaube, eine halbe Stunde? Ja, ist nicht besonders lang, die erste Folge. Keine Ahnung, also genaue Zeit weiß ich nicht, aber es wird nicht so länger als 45 Minuten sein. Und weil... Ja? Weil Bravura es auch schon... Ja, ich auch. Und weil Bravura es auch schon angeteasert hat, wir sind tatsächlich auch zumindest zum kleinen Teil auch vor Ort und schauen uns das natürlich an. Das wollen wir uns auch nicht entgehen lassen. Wir schieben also, da den Kane, den Galax, die Seraya und den Bravura hin und dann habt ihr da das Glück, das vor mir zu sehen, wofür ich euch hasse. Weil ich da echt Feuer und Flamme für bin. Ja, wir schreiben dir dann extra, sobald, genau an dem Abend, sobald wir ihn gesehen haben, boah, der ist so toll, damit du dich dann schön extra ärgern kannst. Ah, ja, und dann hoffen wir doch mal, dass dann die Serie auch eifrig weiter produziert wird. Ich möchte nämlich unbedingt davon mehr sehen. Die ganze Idee ist generell schon schön. Ach ja, da freue ich mich drauf. Aber abgesehen von Wolfgang Doe gibt es noch etwas, was ab morgen in den deutschen Kinos zu finden ist. Und das nennt sich... Lino, ein voll verkatertes Abenteuer.
Ach, Deutschland und ihre Untertitel. Nee, es ist tatsächlich, glaube ich, auch eine deutsche Animation. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ja, ist auf jeden bei Fall... bei dem Namen kann ich mir nichts anderes vorstellen. Aber das ist der Film, der am härtesten nah dran ist, dass es um Furry geht, also Furry Fursuiter. Der Inhalt ist quasi, dass der Pechvogel Lino als Unterhalter im großen Katzenkostüm auf Kindergeburtstagen arbeitet. Und der ist so vom Pech verfolgt, dass er eines Tages so einen Weissager bittet, dass er ihm hilft und sein Leben verändert. Und am nächsten Tag wacht er auf und dann ist er nicht mehr in dem Kostüm, sondern er ist eine 2 Meter große, lebendige Plüschkatze. Ich werde euch den Trailer dazu gleich mal in den Live-Chat posten. Und ich muss sagen, also das Ding sieht auch nicht mehr nach einem Custom, Kostüm aus, in dem er lebendig wird. Das könnte ein Fursuit sein. Auch diese ganze Sache, dass er als Unterhalter auf so Kindergeburtstagen arbeitet und dass er sein eigenes Kostüm ist, das ist alles so ein bisschen, ist das vielleicht so an Furries angelehnt? Also wenn man in den Film reinguckt, dann seht ihr auch gleich diese Katze, die ist schon, Schon mal gesehen? Nee, das sind alles so Sachen, die sind total an mir vorbeigegangen. Wahrscheinlich war es halt eher ein. Der ist auch, also ich denke nicht, dass der gut wird, wenn ich ehrlich bin. Die ganze Synchro, die man sich gibt bei dem Film, ist so ein bisschen, dein Ernst? Die Texte sind so, Also ich meine, das ist nur der Trailer, aber ich ahne, dass das genauso sein wird im Film. Da ist ein deutscher Film, das hast du im Trailer schon den Film gesehen. Ja, davon gehe ich aus, ja. Und dann irgendwann mittendrin, damit es noch auch schlimmer wird, kriegt er noch ein Baby an die Backe geklebt, das er zurückbringen muss als Riesenkatze oder was sonst. Kann das nicht einfach fressen, so wie das alle anderen Fürsten da auch machen? Dann wäre es aber FSK 18. Ja, okay, vielleicht. Ich habe letztens. Wann war das? Das war letzten Sonntag. Da habe ich einen Trailer zu etwas gesehen oder ja angefangen zu sehen, weil ich mir gesagt habe, nein, das gebe ich mir nicht. Das dürfte ja auch mal wieder aus dem Hause Disney kommen. Berichtet mich, aber wenn, dann ist es halt von Warner und die sind halt genauso schlimm. Es wird nächstes Jahr, weil ja natürlich alle danach geschrien haben und jeder Mensch das braucht, eine Neuverfilmung von Doolittle geben. Und was? Doolittle. Das heißt ja Dr. Doolittle. Das ist keine Neuverfilmung. Weißt du nicht, dass die Doolittle-Romane... Neuer Teil. Nein, es ist ein Reboot. Es gibt von Doolittle Bücher. Und zwar schon sehr, sehr lange. Und die Doodle-Filme, die es davon gab, die sind völlig losgelöst von dem, was jetzt kommt. Das ist eine neue Interpretation von der ganzen Sache. Das heißt doch jetzt die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Ja, genau. Und das ist mit Robert Downey Jr. Verdammt, ich will doch, dass der Sherlock Holmes 3 dreht. Warum macht er denn jetzt so eine Kacke? Ach stimmt, aus dem Marvel-Universum ist er jetzt raus. Von daher hätte Zeit. Niemand hat danach geschrien. Vor allem, wer will denn jetzt schon wieder so hässliche sprechende Affen sehen und so eine Kacke und der Tiger ist gut. Der gefällt mir. Aber die sind alle recht süß, auch der Eisbär und alle. Der braucht denn sowas. Das ist einfach unnötig. Aber stimmt, die Tiger sind schon. Auf der anderen Seite werden wir wahrscheinlich immer mit sowas zu tun haben, einfach weil es bringt halt Geld und diese Unternehmen mögen Geld. Das würde ich aber gar nicht mal so sagen. Natürlich, du, König der Löwen, haben die nicht gemacht, ja, weil die gesagt haben, hier, Mensch, wir müssen das unbedingt jetzt in Echtzeit machen. Aber du vergisst, dass das ja bis zu uns kommt. Also nicht alles, was in den Kinos produziert wird, kommt gleich bis zu uns. Und gerade so dieser ganze Tierkram. Ein großes Beispiel ist zum Beispiel das, was ich euch auch noch vorstellen wollte, nämlich ein chinesischer Film mit dem Namen Mew. Der ist aus 2017, das ist schon ein bisschen älter. Im chinesischen Original heißt er Miao Xing Ren. Und da geht es, ich habe ewig gesucht, um rauszufinden, wie dieser Scheißfilm heißt, weil es so schwierig war, weil ich mal auf Facebook davon einen Trailer gesehen hatte, der komplett chinesisch, alles war auch die Schrift chinesisch, da kannst du überhaupt nichts mit anfangen. Und ich habe damals zu schnell geschaltet, mir das irgendwie zu speichern und das dann wie wiedergefunden. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um die geilsten Katzen, die ich jemals animiert gesehen habe, die unsere Welt infiltrieren wollen und dazu einen der stärksten Krieger, den sie haben, von ihrem Heimatplaneten losschicken. Der soll schon mal bei uns alles für die Invasion vorbereiten. Und diese Katzen laufen halt auf 2 Beinen, sehen wahnsinnig geil aus, haben einen Laserblick und einen so einen Kack. Und dann auf der Erde angekommen, entscheidet sich diese Katze, sich anzupassen, um nicht so aufzufallen.
und verwandelt sich halt einfach in einen 2 Meter dicken, fetten, großen Garfield. Ja, auf 2 Beinen. Das mit halt Stummelpfötchen. Also ich habe mir echt auch erst gedacht, diese Animationsstil am Anfang ist echt cool, vor allem in dem Trailer, und dann später wird's ja meh. Aber die, ich denke mal halt so im asiatischen Bereich, da mögen die schon auch eher so einen pummeligen riesigen Maskottchen da so gesehen. Ja, ich denke mal, die ersten 15 Minuten dieses Films werden absolute Furry-Zuckergusssahne sein. Also da sitzt jeder Furry davor und denkt sich, oh mein Gott, will haben. Und dann verwandelt sich das viel und dann ist der ganze Rest nur noch Kacke, weil das halt auch dieser chinesische Humor ist mit Hihi und ich werf dir was auf den Kopf und dann pupse ich dich an und Da muss ich an der Stelle sagen, wenn ihr mal Langeweile habt oder einfach mal was braucht, was euch aufmuntert, gebt mal irgendwie so Japanese Game Show oder sowas bei YouTube ein. Das ist auch und so ein Ding, also die sind so weit vorne, was Unterhaltungsfernsehen angeht. Das ist unfassbar. Aber da geht's den Teilnehmern von solchen Shows meistens nicht so gut. Übrigens, ganz schön finde ich auch in dieser Story von Miru ist, dass dieser Protagonist, diese Hauptkatze, die da losgeschickt wird, der stärkste Krieger seines Volkes, der heißt mit seinem Kriegernamen Pudding. Ah ja, das habe ich auch dann gelesen und habe mir gedacht, ah cool, das ist so ein wirklicher Katzenname, den sie den man wirklich auch einer Katze geben würde. So, mein Pudding. Oh. Aber wenn der noch nicht verwandelt ist, sieht der so scharf aus. Meine Herren, ey. Dafür hätte ich gern so gern also, ohne Witz, ne? Ich habe jetzt im Nachhinein ein bisschen gesucht, ob es auf Twitter dazu Kommentare gibt. Da gibt es ganz viele. Stopp. Kunst, noch nicht dazu gibt's. Die hat mich interessiert, weil der so scharf ist. Im Sinne von aber hochauflösend. Um an der Stelle kurz zu sagen, am Ende wissen wir aber dennoch immer noch alle, wer die beste Katze ist. Und das ist halt der Kater aus Schreck. Weil alles auf Schreck. Ah ja, mit Beste dem Katzenblick. Ist, was es überhaupt aber gibt. Das hat diese dicke, fette Katze aber auch ganz gut drauf. Diesen Katzenblick. Ach ja. Das ist mir eher ein bisschen auch, das ist ja dein Kostüm, ne? Was der da trägt. Das ist ja nicht animiert. Zum Teil, also das Gesicht ist tatsächlich animiert. Genau, ja. Okay, ja. Aber du musst dir wirklich mal die, also ich kann es nur jedem empfehlen, klickt mal rein. Am Anfang ist das alles komplett durchanimiert. Das sieht so edel aus und die Katzen sehen so gut aus. Also Wahnsinn, auch so echt. Also vor allem dann später halt eben das, was du jetzt gerade angesprochen hast, da zum Beispiel, als er den einen da umarmt, beziehungsweise halt ins Gesicht schlägt, dem einen Japaner oder keine Ahnung. Ja, da siehst du es richtig, dass es so. Da siehst du es halt richtig, dass das einfach real ist und das Gesicht halt einfach nur eingefügt wurde. Also ja, das siehst du an ein paar Stellen, siehst du das leider so. Vor allem, wenn du die Pfoten auch anschaust und so ein Zeug, da siehst du halt, dass es keine echten, dass es echte eben sind und keine animierten. Ja, aber das ist auch nichts, geht über praktische Effekte sind immer noch die geilsten. Ach ja. Naja, wenn die Katzen ansonsten ganz gut animiert sind. Ja. Also das Geld, was die in die ersten 15 Minuten von dem Film reingesteckt haben. Ganz ehrlich, das trägt wahrscheinlich den ganzen Restfilm, haben sie nur noch mit Komparsen gemacht. Stimmt, da habe ich jetzt wahrscheinlich so dran, weil sie kein Geld mehr hatten. Wahrscheinlich ist denen das Budget einfach zu teuer. Also das wäre zu viel Budget kosten. Hätte man so viel draus machen können, wenn die Chinesen nicht so merkwürdige Leute wären. Ja, wir wollen halt eher das Zweite sehen. Mittlerweile ist, also in den letzten Jahren ist China auch nochmal schon stärker wieder in den so Anime-Markt und sowas mit eingezogen. Mal kurz so noch eine kleine Lanze für Chinas Anime-Markt, sagen wir mal so, zu treffen und nicht für China direkt. Also da gibt's mittlerweile auch ganz schön, die haben sich ganz schön verbessert, weil das war so ein bisschen wie bei uns, dass die immer schon ganz schön im Schatten waren, ne? So wie die deutschen Filme gegenüber den amerikanischen Filmen im Schatten liegen, dass da immer nur Grütze kam oder kommt. Da hat sich China mittlerweile ganz schön verbessert. Und da gibt es sehr viele gute Sachen, die ich nur empfehlen kann, sich mal anzuschauen. Ja, naja, also das Budget haben sie auf jeden Fall, um gute Sachen zu machen dort drüben. Ach ja, ich will gerne diesen Film nochmal so mit so einem Cut, wenn er ankommt auf der Erde und dann bitte eine ordentliche Story und eine, die nicht so wird. Ja, aber dann muss es halt irgendwie aus Amerika kommen. Weil, ja, wie du schon gesagt hast, das ist halt so der Humor von denen, der muss da irgendwie auch eingebaut sein, das sind die auch gewöhnt. Und die wollen halt auch eher so riesige Pummelkatzen wie die da. Ja, aber ich meine, what the fuck, warum tut ihr das einem an, die sind so toll. Naja.
Das muss doch nicht sein, oder? Ich meine. Aber jetzt warten wir doch erstmal auf Zootopia 2, der, obwohl Zootopia 1 so ein Riesenerfolg war, haben sie immer noch keinen zweiten gemacht. Also wir warten alle drauf, so jeder Furry. Na, jetzt sind erstmal die Eiskönigin melken, bis nichts mehr kommt. Oh, das klingt ein bisschen falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Aha, ich weiß schon, was du in deiner Freizeit immer für interessante Videos anschaust. Was? Nein, wollte ich sagen. Ja, jedenfalls, den Film würde ich gerne auch mal sehen. Den gibt es tatsächlich nur mit englischen Untertiteln. Ich glaube, er sollte ja auch mal nach Amerika kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob er jemals da ankam. Wenn doch, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht besser wäre, das im Japanischen zu gucken. Ich möchte nicht sehen, wie schlechte amerikanische Synchronsprecher da versuchen, was drüber zu machen. Also ich glaube, das ist wohl die beste, also nicht die schlimmste Kombination, die man sich vorstellen kann. Hansi Dingo meint auch, China war tatsächlich eines der ersten Länder, die gute Trickfilme gemacht haben, geschichtlich gesehen. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob sie vielleicht in Zukunft auch wieder Vorreiter werden, was tolle Tieranimationen angeht, hoffentlich. Ja, Animationen. Da machen sie nur noch solche Animationen. Ja, da sind wir alle glücklich. Diese Katze da, die habe ich jetzt in Live-Chat gepostet, die möchte ich bitte, also ganz ehrlich, da möchte ich ein ganzes Universum, guck mal, so eine Harry Potter Filmereihe draus machen. Mit, keine Ahnung, 8 oder 9 Filmen und dann noch welche mit Sequels und Prequels und mir egal. Es muss halt nur noch. Das nehme ich unbedingt. Es muss halt nur auch für den Massenmarkt geeignet sein. Das ist nicht nur Furries anschauen, sondern es muss halt auch irgendwie einigermaßen so gut sein wie halt Zootopia. Der Massenmarkt, ich will das sehen. Ja, weil sonst keiner irgendwie Pre-Sequels finanzieren kann oder irgendwas. Oder irgendwelche Filme, wenn es nicht für den Massenmarkt geeignet ist. Furries sind leider nicht Massenmarkt genug. Ist das nicht ein bisschen traurig? Naja. Ja, wieso gibt's keine eigene Furry-Filmproduktionsfirma, ne? Ja. Schlimm. Echt. Das, die könnten so viel Geld machen. So viele kleine Nachwuchs-Furries damit infizieren und so. Müssen wir einfach die besten Animationskünstler aus dem Fandom nehmen, alle einstellen in einer in Animationsfirma und dann daraus einen Kinofilm machen. Aber, wer weiß. Nach hinten losgehen. Oh, aber das mögen doch die Furries auch. Egal, wir machen mal eine ganz kurze Musikpause und dann sind wir gleich noch wieder da. Jetzt kommt Halsey mit Gasoline und danach kommt Saint Phoenix mit Magic und dann sind wir gleich wieder für euch da. Schön dranbleiben, bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück auf FurryFM bei Katzmus Volume 35. Ich wurde gerade mit technischen Fakten abgelenkt, also deswegen... Yay. Und Tigerfakten waren, glaube ich, auch dabei. Der tolle Name von Barbie ist Barbara Millicent Roberts. Ich möchte mich aufhängen. Okay, kommen wir zu einem anderen Thema, was wir uns heute noch vorgenommen haben. Das müssen wir nämlich heute noch schaffen. Und zwar, es ist Herbstzeit, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, an den vielen herunterfallenden bunten Blättern da draußen und an dem schlechten Wetter und an der Grippe, die ich habe. So. Entschuldigung übrigens für den ganzen Schleim, den man hört. Sorry. Komm, da reiß ich mich zusammen mit dem Rumschleim hier. Ich hab mir gedacht, wir gehen mal so ein paar typische Herbst-Traditionen durch, die ihr so macht und die ich so mache und die wir alle machen oder die wir eben nicht machen. Und vielleicht finden wir da ein paar Sachen, die ihr kennt, aber die sonst keiner kennt und die ein bisschen merkwürdig sind. Und apropos ein bisschen merkwürdig, fangen wir doch direkt in der Schweiz an, weil Schweiz halt, ne? In der Schweiz gibt es nämlich Ringkuhkämpfe in Martigny im Wallis. Finden am 2. Oktober einer der gewilligsten Wettkämpfe überhaupt statt. Und das bei dem sogenannten Ringkuhkämpfen ist das quasi, dass er immer so im Rahmen dieser Walliser Herbstmesse Foire de Valais, das ist Französisch für, ich habe keine Ahnung, rund 200 Ehringer Kühe. Ehringer Kühe ist, glaube ich, eine Marke, ne? Ehringer weiß Bier, nee, das ist Erdinger. Ja, okay, und die stellen auch Kühe her. Die ringen gegeneinander. Also die nicht die Leute gegen die Kühe, sondern die Kühe gegen. Stell ich mir gerade so vor, in so einem Ring stehen die auf einmal so auf zwei Beinen, machen so Sumo, so Sumo-Ringer-mäßig, stehen die so da. Also die Ehringer Kühe sind eine Walliser Kuhrasse, die für ihre kampflustiges Temperament bekannt sind. Okay, und da kämpfen einfach die Kühe gegeneinander. Ja, bei dem Kämpfen geht es quasi um Hierarchie der Herde. Und zwei Kühe stehen sich dann immer gegenüber. Und sobald eine sich abwendet, ist die andere die Siegerin. Und du kannst halt dann wetten.
Die Schweizer. Oh. Ne? Das gibt's sogar ein Versch- Habt ihr schon mal was von Kubing Google? Ja, da wird ein großes Feld ausgemessen, da wird in, das wie Schiffe versenken, da wo die Kuh hinkackt. Dann wird eine Kuh hingepackt und da wird die Kuh hinkackt. Ach du Heilige. Ja, du kannst dann wissen, auf welches Feld die ihren Haufen versenken und dann hast du dann gewonnen. Das ist lustig. Und die haben aber recht viele Ringkuhkämpfe in der Schweiz. Also was auf dem Dorf auch gerne gemacht wurde, ist also sowas wie Kühe schubsen beziehungsweise in Kuhfladen. Kühe schubsen. Ja, also es wurde, also man sagt ja so früher, dass Kühe gerne mal irgendwie im Stehen schlafen oder sowas und dann sehr easy umgekickt werden können. Oh. Ja, genau, das heißt, die schmeißen. Das ist aber gar nicht so schön mit den Kühen, ne? Wegen den vielen Regen und so weiter. Ja, aber das ist nicht schön. Ja, also wenn man sonst nichts hat auf dem Land, dann muss man Kühe schubsen, egal. Ja, die Schweizer machen daraus jedenfalls eine Herbsttradition. Und hier in der Gegend schubst man keine Kühe oder lässt sie gegeneinander kämpfen, sondern hier tun wir eigentlich Drachen steigen lassen. Wie ist das bei euch? Macht ihr sowas noch? Drachen steigen lassen? Oh, schon lange her. Habe ich lange nicht mehr gemacht, weil die sind ja auch schon lange ausgestorben. Ne? Echt? Ja, vielleicht was? Deswegen. Nein, ich meine, ja, also, Tierdrachen-Banane. Also der letzte Drache war, glaube ich, irgendwo so, im Mittelalter, 13 bis 14. Jetzt verstehe ich erst, warum er gesagt hat, die sind schon lange ausgestorben. Ich dachte, er meint ernsthaft die. Oh Mann. Das ist immer schön zu hören, bis der Groschen bei Galaxy fällt. Ja. Den kann man wirklich fallen hören, so schön. Ungefähr. Oh, aber. Aber ja, ich dachte jetzt wirklich, also ja, ich würde auch sagen, die tatsächlichen Papierdrachen dann halt eben. Ja, die sind auch am Aussterben. Also ich habe schon lange, früher habe ich auch oft irgendwie Leute halt einfach auf dem Feld oder sowas mal zufällig gesehen, dann halt bei uns in der Umgebung, die dann halt einfach so dachten, oh, lass mal einen Drachen steigen und sowas, schon lange nicht mehr. Also wo man es ab und zu noch sieht, ist so am Stränden, da werden auch oft so Drachen verkauft und sowas. Gerade Lenkdrachen und sowas. Genau, das geht da gut wegen dem Wind. Genau. Wir machen das allerdings noch selbst. Das heißt, wir machen es dieses Jahr wieder, weil wir dieses Jahr die Möglichkeit dazu haben, ganz gut. Da, wo wir unseren Garten haben, ist ein riesengroßes, abgemähtes Feld und da kann man wunderbar Drachen steigen lassen. Dummerweise habe ich die Grippe und wir können deswegen momentan nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann wieder flach liege auf die nicht schöne Art, ist vielleicht nicht so gut. Da lass man das lieber. Aber und dann deswegen, wirst du ja eigentlich, das ist ja eigentlich ein Vorteil, weil dann hast du ja mehr Grip, wenn du den Drachen festhalten willst. Toll. Ja, okay. Ich dachte, er macht jetzt irgendwie so einen Joke, dass dann wirst du flach gelegt, weil. Ah, nee. Okay. Oh Gott, war, Galax, was zum. Galax, sag mal, echt. Wie ist das am Namen bei dir? Lass uns mal den anderen Galax fragen. Na gut, aber können wir Galax nicht einfach mit Galaxus austauschen? Nein. Das würde ja niemanden auffallen, der Name ist ja fast gleich. Aber abgesehen davon habe ich auch das Gefühl, dass das gar nicht mehr so von den Schulen und Grundschulen so ein bisschen unterstützt wird. Also ich weiß noch, damals in der Schule war, wir hatten tatsächlich auch einen Ausflugtag, wo wir Drachensteigen gegangen sind, mit dem Drachen dann halt. Oder es gab auch, dass das gebastelt wurde. Also auch mein Freund hat mir erzählt, der hat mit seinem Vater immer die Kastendrachen selbst gebastelt. Immer. Aus Stöcken und so und aus Kram. Also ich kann euch sagen, ich glaube nicht, dass das schon ausgestorben ist oder sowas, weil ich jetzt auch des Öfteren bei mir im Laden schon gefragt wurde, ob wir Drachen verkaufen, beziehungsweise wo wir die denn haben. Sagst du immer, die sind ausgestorben, ne? Hoffentlich. Dadurch, dass es keine Furries sind, kann ich das nicht machen. Oh. Aber ich könnte, stimmt, nee, ich könnte das. Das muss ich mal demnächst machen. Also und dann gleich gefeuert werden. Wir haben auch überlegt, wir standen davor, die gab es ja wieder zu verkaufen, also zu kaufen im Großeinkaufsladen, haben wir uns gedacht, na, nehmen wir jetzt so ein Pappding, also was heißt so ein Pappding, so ein Plasteteil mit so einer Eule drauf, so ganz klischee-mäßig, so einen hatte ich früher auch, die sind nie gut geflogen und natürlich haben wir so einen genommen, weil Klischee. Oder einen richtigen Lenkdrachen, natürlich haben wir den nicht genommen. Ja, na gut, dann ist es halt jetzt die Eule und wenn sie wegfliegt, ist weg so. Der echte Drache ist natürlich noch der coolste. Genau. Ja, finde ich auch. Aber die anderen haben ja schon ganz viel in Live-Chat geschrieben. Also Nefantimon meint ja, also der letzte Drache, den ich gesehen hatte, da war ich 5. Also wir wissen jetzt natürlich nicht, wie alt du bist, aber trotzdem, ich denke mal, ist das schon etwas her. Also ich glaube, weil du jetzt auch gesagt hast, ihr habt das in der Schule gemacht, haben wir nie gemacht oder auch nur annähernd, auch nur drüber geredet. Echt?
Nee, wir haben mal das Spannendste, was wir mal gemacht haben in der Grundschule, wir hatten mal eine Vertretungsstunde. In der Grundschule ist es sehr, sehr selten. Da haben wir aus einem Blatt Papier einen Papagei gebastelt. Ja, das war das Spannendste. Aber nein. Nein, wir haben keine Drachen oder sowas. Auch nicht selbst gebastelt, um Gottes Willen. Also, aus religiösen Gründen war das in Bayern verboten. Obwohl du so ein Kreuz gut als Grundgerüst nehmen könntest für so ein Drachen. Ja, du kannst nämlich das unser schönes Kreuz, das brauchen wir ja noch, die Kruzifixe. Wenn du es ja aber mal so siehst, ist ja wirklich dieses klassische Drachendesign. Es ist ja ein Kruzifix. Ja, ist es. Eigentlich schon. Ach ja, ich bin jedenfalls mal Das Speedy hat mir übrigens geschrieben wegen dem Kuhkämpfen. Das heißt Martin G. Also Martin nicht, G. Nicht Martin Knie, sondern Martin G. Dieses Fest. Viel Spaß. Ah, ja. Okay. Jetzt wissen wir auch das. Interessant. Ja, aber ich hätte auf jeden Fall Bock, meinen Drachen steigen zu lassen. Es wäre voll lustig, das auch mal im Fluss so zu machen. Ich sehe dann zwar überhaupt nicht, was ich mache, aber ist egal. Ist schon längst weggeflogen. Du spürst nicht mal mehr, ob du es in der Pfote hältst. Versuch mal zu rennen mit dem Fluss, so, dass das Ding überhaupt hochkommt. Das geht sieht bestimmt Namen süß aus, wenn du es filmst dann und denkst dich, oh, boah, der Fürsthüter hat aber den Spaß seines Lebens. Ja, dabei in Wirklichkeit stirbt er halt. 5 Euro an den ersten Furry, der sich ein Kuh-Cosplay macht und dann da zu Martin G geht. Oh Gott, ja, wie geil. Das wäre so lustig. Mein Gott, ja, okay. Was haben wir denn noch an typischen Herbstbräuchen? Kastanien sammeln. Das habt ihr auch gemacht, oder? Das haben wir natürlich gemacht. Wir hatten früher auch, das war jetzt nicht auch von der Schule, also von der Schule her haben wir haben Blätter in der Schule immer so gepresst. Also ich denke, das macht das sowieso jeder. Ich habe beim Umzug hier zu meinem Freund damals ganz viele von meinen Büchern mitgenommen und da sind überall die scheiß gepressten Blättern aus keine Ahnung wie vielen Jahren Schulzeit rausgefallen. Genau. Dieser dumme Kack, das habe ich immer erst dann gepresst, wenn es zu spät war. Immer scheiße. Aber das hat mir immer ganz viel Spaß gemacht. Wir hatten sehr viele Projekte, wo wir einfach nur Blätter gepresst haben. Da sind wir so schön rausgegangen, Spaziergang in der Natur, auf dem Pausenhof und haben da Blätter aufgesammelt, also richtig in der Natur, ne? Gleich auf dem Pausenhof. Und dann halt einfach gepresst, wir hatten ein paar Pressen, manche haben es auch einfach zwischen den Büchern gepresst, war professionell wie immer. Und dann halt einfach aufgeklebt und dann zum Beispiel noch mit Kastanien und so ein paar anderen Dingern dann, ich habe vergessen, wie diese anderen Teile heißen. Eichel, dankeschön. Haben wir dann zum Beispiel halt so einen Igel draus gebastelt, dann noch mit so Stielen, dann ja, alles die Spitzen auch, und sowas. Aber kennt ihr Stochern und manchmal auch mit Zündstreichhölzern. Naja, okay. Kennt ihr das noch? Dieses satisfying Gefühl, wenn du eine Kastanie aufgemacht hast, also wenn noch die Schale drum war und halt wirklich komplett saubere Kastanie drin war. Ja, und du das Ding da hast, die ganzen... einfach nur gesagt hast, Übrigens, mir hat heute Gremlin was beigebracht, was ich nicht wusste, was mir auch keiner beigebracht hat. Und zwar, weil wir gerade bei Eicheln waren, dieser Eichelhut. Wenn man den abnimmt und man dann tut ihn zwischen die beiden Daumen und bildet dann so ein Dreieck, sodass quasi so ein Dreieckloch entsteht und pustet da rein, dann pfeift das wie Sau ganz laut. Das haben wir heute auf dem Weg durch den Park mehrmals gemacht und normalerweise war ein Stück weiter weg irgendein größeres Event, wo die Leute immer sehr merkwürdig rübergeguckt haben. Das war interessant. Was sind das für Leute, die da. Also wusstet ihr das, dass man in so einen Eichelhut ganz laut pfeifen kann? Also, was wir immer gemacht haben, wir haben so Schilf genommen. Die heterosexuell sind, die wussten das, die wissen das wahrscheinlich. Mann. Ich habe von Pfeifen und nicht von Blasen geredet. Aber wir haben immer so Schilf zwischen die beiden Daumen das genommen. Das auch, dass dieses und dann das in dieser Lücke das dazwischen nie den Daumen das einfach durchpusten. Das habe ich nie hinbekommen. Ich wollte das immer können, ich habe das nie gerafft. Das hat sich dann immer, das hatten wir auch recht oft. Also vor allem, als wir das erste Mal gemerkt haben, haben wir eigentlich einfach nur versucht und dann, keine Ahnung, haben eigentlich nur unsere Hände nass gepustet. Ich habe ich weiß noch, als ich das als erste Mal ausprobiert habe, habe ich da einen Sommer lang immer aufgerissene Lippen gehabt, weil das dieses wirklich spitze, scharfkantige Gras genommen wenn sie da und das immer so. Oh nein. Oder was ich zum Beispiel halt auch nicht kann, ist dieses mit Fingern pfeifen. Das kann ich auch nicht. Mit Daumen. Das kann ich auch nicht. Diese Hände so formen, dass du halt wie so ein Uhu, diese du. Das kannte mein Vater auch. Ich konnte das nie. Ich kann nie weder gerafft. Mit Daumen und Zeigefinger pfeifen, noch mit zwei Fingern oder mit einem Finger. Wie zeichnen wir mal mit? Ach so. Also ich weiß halt nur, dass man irgendwie
die Hände halt so machen muss, dass wirklich, also das kann wirklich nicht jeder, wegen Anatomie und so ein Scheiß, dass man die irgendwie so formen muss, dass quasi nur da, wo man reinpustet, der einzige mögliche Ausgang ist für die Luft und damit dieses Pfeifen entstehen kann. Und ja, ich habe als gehen. Kind da gesessen. Ich auch, also ich habe das Problem heute noch. Ich kann auch nicht wirklich eine Tonleiter pfeifen, ganz normal pfeifen, weil da war ich krank, als das gerade noch einmal schwierig. Ja, ich aber, kommen wir mal zu einem weiteren typischen Herbstding. Und zwar der Kohlfahrt. Kennt ihr das? Kohlfahrt? Ja. Also, Moment, nimmt dich da Helmut Kohl mit auf eine Fahrt. Lass uns ganz kurz raten. Das erlebt nicht mal mehr. Hat es etwas mit dem, mit dem Kohl zu tun, also mit dem Gemüse? Ja. Ah, okay. Okay. Also heißt das wahrscheinlich, dass man irgendwie zusammen als Familie auf ein Kohlfeld fährt und da Kohl pflückt? Das wäre irgendwie eine sehr geile Aktion. Aber ja, nein, da freut sich der Bauer. Oh, danke fürs Ernten. Kann mir sparen. Ja, gut, okay. Es gibt ja diese Selbsternte hier, gerade Erdbeeren und sowas. Es gibt ja diese selber zum Ernten. Du bezahlst irgendwie 5 Euro und kannst so viele Erdbeeren. Ja, aber ist das so ein Spaß für die ganze Familie? Ich kann das nicht verstehen. Egal. Nein, tatsächlich. Fragen, wie das machen. Kohlfahrt ist tatsächlich etwas, das ist ein Ausflug ins Grüne mit der ganzen Familie. Und das endet meistens damit, dass man irgendwo in so ein Gasthaus einkehrt und da erstmal Grünkohl isst. Am besten mit Pinkel oder Kassler oder was weiß der Geier. Was ist Pinkel? Das ist so Wurst. Das nennt sich, glaube ich, Pinkel. Moment, das muss ich jetzt investigieren. Pinkel ist eine geräucherte, grobkörnige Grützwurst. Ja. Ja, so sieht es auch aus. Ja, das Ganze mit Grünkohl ist jetzt auch nicht das Leckerste. Aber das ist tatsächlich so eine Tradition, die ganz viele Leute machen. Oh, kann ich mir nicht anschauen. Oh Gott. Also ich habe da, als ich es erstmal von gehört habe, von Kohlfahrt, habe ich auch gedacht, ihr wollt mich wohl verarschen. Erst muss ich durch die Gegend laufen, ohne was dafür zu kriegen. Und dann muss ich auch noch diesen Kack essen. Und dann noch zahlen dafür. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Jahreszeittradition ist oder ob man das jedes Mal machen kann. Sagt euch Wassertreten etwas. Ja, das ist, damit du im Wasser pass oben auf. Bleibst. Das kleine Ich. Das kleine Ich kam damals, war ich bei den Großeltern, haben die gesagt, ey, möchtest du mal Wasser treten? Und ich hab mir das so ausgemalt, sowas ähnliches, wie irgendwie auf einem Tretboot fahren oder sowas. Du meinst, wenn man ja, Kneipen. Dass man ins Wasser tritt und dann sind wir halt so gelaufen. Ich hab so, oh cool, jetzt sind wir gleich irgendwie auf einem See und dann kann ich so Wasser treten und fahre dann vielleicht irgendwo hin. Und dann stehe ich da. Das war ein ausgehöhlter Baumstamm, okay, wo halt Wasser durchfloss und Wasser treten. Da bist du halt quasi bis knapp unterm Knie oder bis zur Wade, bist du halt da durchgegangen. Und es war halt arschkalt, weil das war, glaube ich, im Winter oder sowas. Oder im Herbst, keine Ahnung. Und dann bist du halt da erstmal durchgegangen. Und dann bist du irgendwie nochmal durch den See, der daneben war, nochmal so ein bisschen durchgegangen. Damit das irgendwie das Immunsystem stärkt. Und ich wollte halt die Großeltern. Und ich stand dann halt davor, hab mir innerlich gesagt, Alter. Dumme Scheiße, echt. Ernsthaft, aber ich wollte dann nicht enttäuschen, hab gesagt, ja, ich mach das. Bin dann zweimal durchgegangen, hab dann gesagt, nee, durch den See möchte ich nicht gehen. Hab das irgendwie trocken gemacht, Schuhe angezogen und bin ich nach Hause gegangen. Aber du meinst Kneipen, also ich weiß nicht, Claudi, kennst du das auch als Wassertreten? Also ich hab's jetzt gerade googeln müssen, aber also ich kenn's nur unter Kneipen. Kneippbecken. Also Kneipen heißt bei mir was anderes und am nächsten Tag bin ich dann zunächst zu gebrauchen. Richtig. Boah, jetzt mal, also bei uns sagt jeder Kneipen und es steht auch überall Kneippbecken, Kneippanlage und sowas. Also da steht nie irgendwo Wassertretanlage oder sowas. Nee, ich hab's tatsächlich auch nicht unter den Namen gekannt. Ja, was weiß ich? Kneipen. Also bei uns steht überall. Also ganz ehrlich, die Bayern sind ein bisschen merkwürdiges Volk. Nein, aber jetzt geh doch mal zum Beispiel auf den Wikipedia-Artikel von Wassertreten, da steht's ja auch. Hier als die CDU wollen unsere. Nein! Danach haben wir 2 Millionen Euro für die neue Wassertretanlage investiert. Nein, das heißt eben Kleinwanderer. Leute was zu tun haben. Aber nein, wir sind halt einfach wissenschaftlich basierter, denn es ist auf der Grundlage von Sebastian Kneipp. Das Wasser treten und deswegen heißt es Kneipen. Das heißt, wir sind natürlich gebildeter und nennen es mit dem Fachbegriff Kneipen. Leute, ihr redet in einer Sprache, die kein Mensch verstehen kann. Also wenn ich jetzt irgendwas erfinde, was alle machen können, dann heißt es dann Leilorn? Ja. Du kannst es ja dann einen Namen. Wenn du es richtig machst. Wenn du natürlich auch Claudin nennen. Oder du machst etwas, was. Oder du gehst in die Politik, machst etwas, was so dumm ist, dass das, was du gemacht hast, nach dir benannt wird. Wie zum Beispiel Puffallern.
Naja, ist okay. Aha. Oder wie zum Beispiel, oder muss einfach insgesamt nur berühmt werden, wie zum Beispiel, ja, du bist ja total Gaga, ne? Okay, nein, das gab's auch schon du vor. Du bist doch Lady total Layla, echt. Das gab's auch schon vor Lady Gaga. Echt? Ja. Ach ja, okay, aber trotzdem. Ja, keine Ahnung. Ich, okay, wenn du sagst. Ich denke, das sind der Tradition genug. Und da habe ich mir gedacht, lasst uns mal doch eine eigene Tradition einführen für den Herbst. Und zwar. Mhm. Oh, da habe ich eine. Na, das ist so. Ich wollte euch jetzt so wünschen. Ich habe auch eine Tradition. Lass uns doch alle mal unsere Cybersicherheit aufräumen. Ne? Nein! Ich finde, im Herbst, wenn Herbst ist, sollte jeder einmal im Monat 10 Euro an FurryFM spenden. Jeder. Oh, das ist gut. Yeah, das finde ich auch gut. Ja, mach ich dann. Und falls ihr darauf keine Lust habt, einfach jeden Tag mindestens mal 10 Minuten, das ist wie zeichnen, einfach mal 10 Minuten für seine Cybersicherheit nehmen und ihr seid sehr glücklich. So, und jetzt, Claudi, was wolltest du vorschlagen? Eigentlich habe ich eine bessere Idee gehabt. Noch besser. Da ich ja dank Hund regelmäßig am Tag draußen herummarschieren muss bei Wind und Wetter, laufe ich immer wieder an diversen Steinchen vorbei und habe mir überlegt, nimmst du jetzt einen mit? Hab jetzt einen mitgenommen. So. Warte, es kommt ja noch. Irgendwann sind keine Steine mehr auf dem Weg, weil Claudi jeden Tag den gleichen Weg geht. Oh ja, Stein. Oh, den habe ich auch noch nicht in meiner Sammlung. Ich komme direkt gedreht. Ach, wir jetzt wieder alle andere Steine sammeln. So, Stein mit nach Hause genommen und Stein angemalt. Und zwar große, fette Augen drauf gemalt und ihn glitzerig angemalt. Und genauso werde ich ihn jetzt noch irgendwie fixieren mit Fixierspray. Und dann tue ich ihn wieder dahin zurücklegen, wo ich ihn habe. Claudi, geht's dir? Und das mache ich jetzt, keine Ahnung. Claudi, geht's dir gut? Du verbringst momentan sehr viel Zeit zu Hause. Aber ich das ist schön. Sehr bedenklich. Ich würde das voll lustig finden, wenn überall Steine rumliegen, die ein Gesicht haben oder die Augen haben. Das wäre so cool. Aber stell dir mal vor, du zeichnest irgendein Zeug dann drauf mit Stiften, die für die Natur wahrscheinlich irgendwelche Stoffe in sich haben. Nein, die gerade so Bomben. Stimmt. Nein, ich nehme extra Acrylfarbe, die geht nicht ab, weil das so ein was Art ich, gummiartiger Überzug was ist. Was ich ja gerne mal probieren möchte, ist dieses Steine stapeln. Ja, das will ich unbedingt auch machen. Das würde ich mal, weil an sich, weil ihr kennt das ja, ne? Wenn man sich wirklich auf irgendwas konzentriert und keine anderen Gedanken hat, dass es irgendwo schon entspannt ist. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du bist gerade irgendwie so beim See, wo halt ganz viele Steine sind und du schaffst es halt wirklich irgendwie 2-3 Steine so perfekt auszubalancieren, dass sie auf einer klitzekleinen Kante in einem total unmöglichen Winkel einfach stehen. Wenn du Geduld hast. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da eher praktisch orientiert und ich habe eine Universal-Heißklebepistole ohne, ohne Kabel. Das ist es. Ohne Kabel. Also gibt's das eigentlich? Ja, das gibt's. Cool. Und da kann man theoretisch also helfen dabei, dass das in unmöglichen Winkeln bisschen nachhelfen, falls es aber ich glaube, das ist nicht so eine Zweck der Sache. Aber irgendwie würde mich das auch interessieren, so ein paar Steine zu stapeln, die dann in irgendwelchen extrem abartigen Türmchen da so total gegen jeder Logik da rumstehen. Ich kann das nächstes Jahr im Frühling mal probieren, weil da will ich Hab ich, denke ich, du stapelst deine Steine, ich male meine Steine Augen auf und was der Rest von euch macht, weiß ich noch nicht, aber es muss mit Steinen zu tun haben und ihr macht das auch alle mit, weil ich das sage so. Und ich bringe dir nächstes Mal meine Steinsammlung aus meiner Kindheit mit, da habe ich gerne immer so schöne Steine gesammelt, die kannst du alle anmalen. Zeichnet sich oder lässt sich so bemalen wie ein Stein und legt sich dann einfach irgendwo hin. Das ist doch ein perfekter Plan, ich lege mich einfach auf den Fußgängerweg irgendwie so in den Park. Da, wo die ganzen Steine rumliegen. Wenn er angesprochen wird, sagt er einfach, ich bin ein Stein. Oder sagt einfach gar nichts. Weil er ja ein Stein ist und Steine können nicht reden. Siehst du, hier, Hunting Dingo findet meine Idee voll süß. Siehst du, wenigstens die eine ja, hier, die Geschmack hat. Die ist ja auch nett. Nein, das ist voll ehrlich. Total also ich meine, ehrlich. Ja, ist er, aber nein, das ist, eine coole, das ist eine coole Idee. Ja. Aber also irgendwann steht da 24 Stunden am Tag einer vom Ordnungsamt, weil die sich Sorgen ja, machen, genau, wer da so illegal Graffiti hier verbreitet. Was ist denn so illegale, wenn du auf den Stein Augen ja, keine Ahnung. Was so die Yakuza, von Deutschland, die Stein irgendwas. Ja, genau. Die neuen Steinmetze, was früher die Freimaurer waren. Aber es sind doch nur kleine Steinchen. Das ist ja jetzt nicht so ein Betonklotz, den man dann anmalt. Ist das dann schon Sachbeschädigung eigentlich? Oder? Wahrscheinlich schon, aber es interessiert halt keinen, weil Steine sind. Aber ja, siehst du, für die Steine macht sich keiner stark.
Wisst ihr, weil es nur Steine sind. Hashtag Steine. Und ich habe jetzt so viel Glitzerfarbe, die will ich auch alle noch verbraten. Also, wisst ihr nicht eher für was Wunderschönes also verwenden, wie eine wunderbare Zeichnung? Das ist doch dann Zeichnung. Wunderschön. Also, ja, ich läuft durch die Natur und dann liegt da ein so ein Stein, der übelst funkelt in einer absolut unnatürlichen Farbe. Warte, dann nimmt ihn wahrscheinlich irgendwer mit, weil er denkt, er hat Gold gefunden und dann sind keine Steine mehr da. Du wirst lachen, ich habe als Kind früher meinen kleinen Bruder öfter mal solche Sachen hinterlassen. Ich habe immer kleinere Steine angemalt, wirklich bunt und dann mit Nagellack lackiert und die dann irgendwo hingelegt und er hat immer so, also ich habe ihm dann immer gesagt, hey, hab gehört, hier liegt ein Schatz und so, und er war wirklich noch ganz klein. Und dann ist er dann losgezogen und hat Gummibärchen und halt die angemalten Steine gefunden, wo die Gummibärchen herkamen, weiß ich nicht, aber ist egal. Ey, das ist bedenklich. Stand rein zufällig irgendwo immer in der Nähe ein weißer Van. Ja, wie Candy, ne? Das ist übrigens auch eine coole Idee an alle Leute, die vielleicht selber schon Kinder haben oder irgendwie einen Cousins Van haben, die halt noch sehr klein sind und vielleicht einen Sandkasten haben, passt auf, kleine Idee, packt in den Sandkasten immer mal so ein paar Centstücken und sagt dann, da sind Piraten gewesen. Weil, ich sag mal, ein Kind kommt irgendwann selbst dahinter, ja, der Weihnachtsmann oder viele kommen vielleicht dahinter, sagen sich, nee, der Weihnachtsmann kann nicht jedes Kind gleichzeitig beschenken, das schafft er gar nicht. Ach doch, der hat einen magischen Schlitten. Ey, jetzt stellt euch mal, es nicht? Ich mach doch nicht direkt seine Träume kaputt hier. Gell? Der fliegt doch ganz schnell durch, der ist ganz schnell. Außerdem kann er die Zeit verlangsamen, weißt du das nicht? Jetzt stellt euch mal vor, ein Kind bekommt einen Sandkasten und dann findet das Geld da drin. Oder beziehungsweise man sagt ihm irgendwann, ey, gestern Nacht waren Piraten da und die haben, glaube ich, da hinten einen Schatz vergraben. Gestern Nacht waren Piraten da, jo. Ey, und dann kannst du, pass auf, weil dann ist das Kind die ganze Zeit in den Sandkasten, gründet irgendwie so ein Grabunternehmen, keine Ahnung, und du hast deine Ruhe. Grabunternehmen. Ja, weißt du, wie toll? Wie heißt das denn? Abbauunternehmen. Piratenschatzhebung und Coca-G. Da hattest du den Sandkasten komplett ausgehoben. Ja. Und alles ist draußen, auf dem schönen Rasen. Genau, da kommt's rein und du denkst dir, ja, verdammt, warum habe ich Kinder? Doch kein Schatz, ne? Naja. Okay. Na gut, okay, mit dieser schönen eigenen Steintradition werden wir euch mal jetzt entlassen. Ich danke ganz doll meinen beiden Co-Moderatoren, dem lieben Norman und dem Galax, dass ihr heute hier mit dabei gewesen seid. Und ich danke natürlich allen Zuhörern, die heute eingeschaltet haben. Und ich hoffe auch, es hat auch denjenigen, die heute das erste Mal dabei waren, gefallen soweit. Ihr seid gerne dazu eingeladen, auch unsere anderen Sendungen mit zu verfolgen. Die gibt es hier regelmäßig. Spätestens jedes Wochenende gibt es hier zwei Sendungen zu hören. Entweder Freitag, Samstag oder am Sonntag auf jeden Fall dann die englische Folge von Eivik immer. Jo, und wir haben als nächstes am Samstag eine Album-Review geplant. Jetzt hast du es ja schon Es steht übrigens auch im Kalender drin, der für jeden öffentlich sichtbar ist. Also es ist jetzt nicht so secret. Ja, stimmt auch wieder. Aber wir wissen auch nicht hundertprozentig, welches Album das sich aber noch herausstellt. Ich find's auch das Kinderalbum von Norman mit den Babyfotos. Das ist ein gutes Album. Wir gehen wir auch reviewen. Es wird ein Twitch-Stream und wir schauen uns all und live unsere Kinderalben durch. Oh nein. Ich möchte euch noch mit einer Sache jetzt in den Feierabend entlassen, nämlich im Jahre 315 gab es in Rom 144 öffentliche Toiletten. Oh, das ist cool. Doch. Das ist ein echt gutes System, ja. Also Rom war ja schon immer Vorreiter und sowas. Nein, wir werden nicht auch. Wir können auch gerne noch über Rom reden, aber ich denke. Der Nordpol ist fast 3 Kilometer niedriger als der Südpol. Niedriger? Also über Meeresspiegel? Meinst du jetzt? Oder näher, also beziehungsweise näher von der Senke her. Keine Ahnung. Wahrscheinlich näher am Kern. Interessant. Ja, okay. In dem Sinne, sei nochmal ganz lieb gedankt. Leider funktioniert unser Patreon-Songtext gerade heute irgendwie nicht so. Egal. Trotzdem danken wir hier an dieser Stelle unseren Patreons, die wir jetzt auch gerne mal nennen, weil ihr könnt uns nämlich über Patreon unterstützen. Jederzeit gerne, wenn ihr wollt. Wichtig ist für euch nur dabei, wenn ihr eine Spende in Höhe von $10 hinterlasst, dann werdet ihr auch hier in unseren Sendungen immer erwähnt. Genauso wie unsere aktuellen $10-Spender Master Yoshi, aka Blue, Aninok, Damien, Aldrich, Katiba und Metal Tail. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch.
dass ihr dabei seid und dass ihr uns so unterstützt. Und wenn ihr auch in einer unserer Sendungen genannt werden möchtet, dann könnt ihr das jederzeit gerne mal über Patreon euch angucken und dann uns da unterstützen, da werden wir alle richtig happy. Und generell auch kleine Spenden helfen uns sehr, das hilft alles, hier alles am Laufen zu halten, denn das ist ja alles von uns aus eigener Tasche fotografiert. Ja, aus eigener Tasche. Ja, immer diese Spanner, die aus der Tasche da fotografieren. Ja, ja, Claudia. Und finanziert wird es aus der Tasche von Bravura. Okay, haben wir das auch geklärt. In dem Sinne, euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Das einzige Team mit vier Knien ist der Elefant. Tschüss.